So, da sind wir bei The Last of Us und es wird Zeit, die Stadt zu verlassen. Wir haben hier zwei Kollegen gefunden, die den gleichen Plan haben. Wir gehen über die Brücke und ja, es ist jetzt Nacht geworden. Das heißt, wir haben den Schutz der Dunkelheit zumindest mal. Gucken wir mal, ob der Plan, den der Kollege da vorne hat, wirklich so gut funktioniert letztendlich. Wow, okay, er hat es aber scheinbar schon ein Weilchen vorausgeplant, wenn hier ein Modell von der Brücke rumsteht. Scheint es ernst zu meinen, okay? Ja, ab dafür. Kommt schon. Lasst uns rausgehen. Mal schauen, bei Nacht sollen weniger Wachen da rumstehen. Das heißt, es sollte auf jeden Fall einfacher sein, dran vorbei zu sneaken. Und selbst wenn es zu einem Kampf kommen würde, dann irgendwann sind auf jeden Fall weniger Wachen, die wir besiegen müssten. So, mal ganz kurz gucken. Habe ich denn eigentlich schon wieder genug Pfeile? Ach, ich habe einen verdammten Pfeil. Das bringt mir nicht arg viel. Naja, vielleicht sollte ich mich mal kurz heilen, bevor wir hier losgehen. Wer weiß, was auf uns zukommt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob es gut geht. Ob wir wirklich hier rausschleichen können. Okay. Ob sie uns vielleicht doch kriegen. Wir schleichen uns an sie ran. Alles klar. Hey. Holy fuck. Okay, die sind schon hier. Hey. Okay. Alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Können wir irgendwie drum rumgehen? Vielleicht können wir sie hier umgehen. Nee, scheint nicht so. Die Aufzüge sind komplett zu, beide. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Ja, die sind noch hier. Okay. Du stehst halt auch einfach ohne Deckung da. Dich interessiert es aber auch ein Scheißdreck, oder? Wie badass willst du eigentlich dastehen? Ich drehe noch eine Runde. Pass gut auf. Ja, du auch. Okay, sehr gut. Er dreht noch eine Runde. Das ist wunderbar. Verzieh dich. Lass ihn alleine. Keiner mag dich. Geh raus. Okay, dann würde ich mal gucken, dass ich mir diesen Typen von hinten schnapp, weil das scheint dann hier der Einzige zu sein. Hey, Mann. Mach jetzt keinen Scheiß. Ich mach keinen Scheiß, wenn du keinen Scheiß machst mit mir, okay? Auf den Müllarm herumzutreten. Ich gehe jetzt mit dir hinter diese Theke und werde dich erwürgen. Erwürgen. Erwürgen, ganz genau. Nein, erwürgen. Das ist das, was hier passieren wird. Jetzt choke ich ihn ganz kurz. Dass es hier Probleme mit ihm noch gibt, einen Anfang zu schreien oder irgendwas. Ich meine, dann hat er eine Kugel im Kopf, aber es hat soweit ganz smooth funktioniert. Auch wenn der eine Kerl wieder reinkommt und seinen Kollegen scheinbar nicht zu vermissen scheint. Okay, es soll mir recht sein. Oh, fuck. Okay, die Box macht kein Geräusch wenigstens. Was? Was zur Hölle? Wer war das? Wer ballert denn da wildwechselnd in der Gegend rum schon wieder? Leute, was macht ihr denn? Okay, war das jetzt irgendwie random? Hat er gerade eine Ratte gejagt oder was war sein Problem? Keine Ahnung, ich glaube, das galt nicht uns auf... What? Fucking Magic. Ich glaube, das galt nicht uns auf jeden Fall. Nee, ich glaube, das galt wirklich nicht uns. Okay, da warten wir mal, bis der hier wieder reinkommt. Und dann werde ich mal gucken, ob ich mir den hier schnappen kann von hinten. Hätten wir zumindest mal schon mal zwei Leute außer Gefecht gesetzt. Es sind doch ein paar draußen auf jeden Fall, aber wie gesagt, auf jeden Fall nicht so viele, wie wenn es tagsüber gewesen wäre. Deswegen, es war schon ganz gut, dass wir gewartet haben. Ach, die ballern hier die ganze Zeit rum. Okay, das galt wirklich nicht uns. Müsste mir eine andere Position suchen. Von hier kann ich echt schlecht an den Rand kommen. Vor allem, wenn ich da durchlaufe, habe ich das Problem, dass ich wahrscheinlich die Flaschen da vorne umwerfe und das wäre ungünstig. Und das mal so sagen darf, ja, das wäre extrem ungünstig. Ich glaube, ich benutze jetzt den einen Pfeil einfach, den ich habe. Der muss sitzen. Einen verdammten Pfeil habe ich noch dabei. Und der muss jetzt wirklich gleich sitzen, wenn der Typ hier reinkommt. Ich suche mal noch eine bessere Position vielleicht. Und da hinten. Dass ich so ein bisschen schräg hinter ihm stehen kann und ihm in den Rücken schießen kann. Ja, ich weiß. Mies, man schießt niemanden in den Rücken, aber doch, ihm schon, er hat's verdient. Guck ihn dir an. Komm hier rüber, mein Freund. Put, 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 put. Hier gibt's was Feines für dich. Frisch gebacken aus der Sehne. Okay, bleib stehen. Und zack, wunderbar. Okay, das war ein guter Treffer. Kann ich den Pfeil vielleicht sogar wieder mitnehmen? Nein, nicht wirklich. Der steckt viel zu tief in dem drin. Okay. Dann habe ich jetzt hier erstmal keinen Pfeil mehr dabei. Aber zumindest mal diesen Typ einmal ausgeschalten. Jetzt können wir ein bisschen weiter vorangehen. Ich habe keine Ahnung, auf was dieser Typ da schießt. Auf wen oder was. Ich gehe jetzt einfach mal raus hier. Hey, hörst du?
Klicker? Klicker? Ja, ich hör's, aber ich sehe nichts. Oh, Klicker, das wäre zum ersten Mal gut, dass Klicker da sind. Dann können die Klicker nämlich mit diesen Kerlen da vorne kämpfen und wir gehen einfach smooth über die Brücke rüber. Das wäre natürlich geschmeidig, wenn das so funktioniert. Da drüben! Da! Was? Was genau? Dieses Motherfucking. Das sind. Oh shit, das, die Typen da hinten sind Klicker. Oh, okay. Erledigt! Hast du das gesehen? Nicht schlecht. Okay, Duck dich, Junge, aus der Hölle. Ich geh mal hier vor. Hier scheint keine. Nee, keine Wache mehr. Sehr gut. Das heißt, wir haben noch eine Wache da unten, die hier rumläuft, und dann noch zwei Typen, die da oben stehen. Oder einen. Was? Was ist da hinten? Ah, ist eine Tür. Okay. Ich dachte gerade, da steht irgendjemand. Nee, ist wahrscheinlich einfach nur ein Türgriff gewesen, den ich hier gerade gesehen habe. Okay. Jetzt mach den scheiß Suchscheinwerfer weg. Dann kann ich mich nämlich um den Kollegen hier kümmern. Denn das ist außerhalb vom Suchscheinwerfer, also dürfte das ja. Oh. Okay, 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 okay. Irgendwie bitte Ruhe. Vor allem hier ist auch der Generator sehr gut, deswegen hört er das gar nicht, was hier abgeht. Wenn ich dich hier mal direkt downen, einfach davor, sollte dann für uns kein Problem darstellen. Ha! Wunderbar. Leg dich schlafen. Ich hab's ultra drauf. Mal schauen, können wir da irgendwie hoch oder wie müssen wir jetzt hier weiter vorgehen? Muss ich den Generator ausschalten wahrscheinlich, oder? Gucken wir mal. Klick! Jetzt kommt der Typ wahrscheinlich runter und schaut sich den Generator an. Oh, Jesus Christ, komm her, das sind zwei Typen. Sie sehen uns. Oh, fuck, von hinten. Der miese Mann. Was bist du denn eigentlich für ein Kind, der einfach nur dasteht? Oh, fuck, ganz ehrlich, denkst du, du kannst so einen Scheiß mit deiner Brust abwehren? Fuck. Fuck. Okay. Scheiße, ich habe keine Ammo mehr. Ah, fuck. Keine Ammo mehr im Revolver gehabt, okay. Und plötzlich sind 6 Stück. Ich weiß auch nicht, wo die herkamen, aber okay, von mir aus. Dann machen wir das jetzt hier nochmal. Das hat ganz gut funktioniert. Jetzt kann ich mir die Sache hier ein bisschen schneller auch. Jetzt kann ich die Sache ein bisschen schneller machen. Jetzt weiß ich ja, was hier abgeht. Also hier sind auf jeden Fall 2 Stück drin. Alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Geh doch nicht so weit vor. Der Kranke, den juckt es auch keinen, den juckt es absolut gar nicht. Mach mal da sitzen bleiben. Ich höre den zu. Hallo Leute, kann ich auch was von dem Fleisch haben? Die sind noch hier. Glaub mir, du willst dieses Rattenfleisch nicht essen. Okay, ich drehe noch eine Runde. Pass gut auf. Ach, jetzt kommst du auf die Idee, dich mal zu ducken. Okay, von mir aus. Naja, gut, hat er dann trotzdem einigermaßen funktioniert. So, du mein Freund, du bist mein erstes Opfer. Hey, bleib cool. Ich packe dich und nehme dich wieder mit da nach hinten. Das war, glaube ich, boah, was für ein Stehauf-Mülleimer ist das eigentlich? Das war eigentlich ganz gut hier, dich nach hinten zu bringen, weil dann sieht er dich da vorne nicht mehr. Das soll erreichen, denke ich. Oh, da geht er down, geht er da. Schau es dir an. Genau so. Ja, das war schon awesome. Das muss ich schon zugeben. So, dann warten wir hier auf den einen Kerl. Das hat ja auch ganz gut eigentlich funktioniert, den hier mit dem Bogen auszuschalten. Da ist er schon. Hallöchen. Pünktlich wie die Feuerwehr. Vielleicht kann ich den Pfeil wieder mitnehmen, je nachdem, wo er drin stecken bleibt. Kann ich? Kann ich? Oh, was? Nein, okay, das ist was anderes. Von mir aus nehme ich eben Jagdgewehrmunition. Du liegst auf meinem Pfeil, Digga. Digga, du liegst auf meinem Pfeil und der blinkt. Das heißt, ich kann den irgendwie mitnehmen. Oder? Ah ja. Haha, sehr gut. Okay, der Pfeil ist noch ganz. Das ist schön. Hey, hörst du? Ja, ich hör's, aber ich sehe nichts. Okay, wie gesagt, da rennt einer unten rum erstmal. Ja, die Brückenaktion ist dann
doch nicht so smooth und einfach, wie ich mir es gedacht habe. Also da kommen dann doch schon einige runter. Moment. Da drüben! Hey, Jim, da ist ein Typ am Scheinwerfer. Ich sehe ihn. Jo, da ist wirklich ein Typ am Scheinwerfer. Das hast du sehr gut erfasst. Aber ich mach's wieder wie vorhin. Ich werde was... Achso, der Klicker. Okay. Ich werde auf jeden Fall wieder rüberjumpen. Mich dann an den Typen rüberschleichen. Und dann erstmal hier freimachen. Ich glaube, das wäre die beste Idee. Dass ich einfach erstmal hier bleibe, ganz kurz. Bis er zurückkommt. Und dann kann ich immer noch schauen, ob ich mit dem Bogen... Weil ja, da hängen zwei oben rum auf jeden Fall. Ob ich dann mit dem Bogen einen davon zumindest mal ausschalte vielleicht. Mal gucken und dann einfach die Schrotflinte wechseln, weil das macht uns keinen Sinn. Hier mit dem Revolver mit 5 Schuss rumzuballern. Nee, da kommt dann doch mehr, als ich dachte. Ah, wenn du wüsstest, was hinter diesem Beton... okay, er dreht jetzt schon um. Von mir aus. Ich habe auch beim ersten Mal eine falsche Taste gedrückt. Da habe ich einfach mal das Rohr über den Kopf gezogen, aber es war auch kein Problem. So, du legst dich schlafen, mein Freund. Jawoll, okay. Smooth. Ah, den einen erwische ich nicht wirklich. Gut, dann würde ich sagen, ist gleich Schrotflintenzeit. Einfach mal ein bisschen auf Nummer sicher gehen hier. So. Sucht euch eine Deckung. So. Zack. Komm schon. Tja, mein Molotow-Freund. Man sollte eben nicht mit dem Feuer spielen. Wenn man nicht weiß, wie. Digga, ich hab dich beim Runterspringen in den Kopf getroffen. Echt jetzt? Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer im Gewehr. Ah, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Fuck. Fuck. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Kurz bandagieren. Alles gut, alles kein Problem bisher. Jawohl, hau ihn um. Hau ihn um. Hast du ihn umgehauen? Ich bin stolz auf dich. Da ist irgendwo noch ein Motherfucker. Oh, da ist der vor Schreck umgefallen gerade eben. Ah, da ist er doch. Kopf hoch. Das war zwar nicht dein Kopf, aber es war ausreichend. Okay. Geschafft. Nice. Ich kann nicht glauben, dass wir... Ist wirklich so smooth dieses Mal in Anführungszeichen geschafft. Ich habe nur ein paar Kugeln im Rücken, aber kein Problem. Die verwachsen sich. Ist in Ordnung. Hast du noch was dabei für mich? Nope. So, dann wollen wir mal. Wo sind eigentlich die Kiddies? Warte mal ganz kurz. Ach, hier. Hey, Kleine. Wichser. Was? Ich hoffe, du meinst den Typen, der da liegt. Jetzt bin ich mal gespannt, was... Oh, shit. Oh, fuck, da kommen sie mit ihrem 50-Kal-Geschütz. Na, super. Ich weiß nicht, ob die uns gesehen haben. Ich glaube schon. Halt, halt, halt. Sie sind hier drüben. Oh, shit. Oh, nein. Okay, wartet mal ganz kurz. Dann packe ich mal mein Jagdgewehr aus. Los, kommt schon. Und ich ein bisschen auf eine Entfernung schießen. Hast du schon down? Bleib fuck, du weißt, wie man kämpft. Okay. Ja. Gut, von mir aus. Da müssen wir hochkommen. Okay, schau mal nach. Geht's da oben weiter? Alles klar, Sam, los geht's. Oh, shit. Okay, los, auf geht's. Oh, 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 oh. Komm schon. Mit. Schneller, das schneller. Kann gefährlich werden. Oh shit. Okay, wenigstens Ellie ist nach oben. Okay, hol ihn hoch. Wie? Wir hauen ab. Was? Was soll der Schwachsinn? Hey, jetzt! Ihr Motherfucker! Nicht dein Ernst, oder? Wir bleiben zusammen. Oh Mann. Okay, komm schon, Ellie, wir schaffen das. Was für ein Motherfucker! Komm schon! Rein da! Oh, fuck! Schaff, das war knapp. Hat der Pisser uns gerade verarscht? Wie kommen wir aus der Scheiße hier raus?
Aber volle Kanne hat der Kerl uns verarscht. Nicht dein Ernst, oder? Da glaubst du für einen kleinen Moment mal Leute gefunden zu haben, die das gleiche Problem haben, die dir helfen? Nope, es geht immer nur darum, seinen verdammten eigenen Arsch zu retten hier. Man sollte niemanden hier wirklich Vertrauen schenken, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, wir sind in irgendeiner Bar gelandet. Vielleicht kommen Sie hier lang. Vielleicht, ja, vielleicht. Vielleicht fängst du aber auch einen Pfeil im Gesicht. Oder du versuchst in die Bar zu schauen und merkst dann, fuck, es ist Stahlrohrtag. Oh ja, by the way, es ist Stahlrohrtag, falls du das Rätsel noch nicht gelöst hast. Okay, spätestens. Er hat den Knall. Was? Oh, awesome. Sehr gut. Das war gut, Ellie. Ich habe zwar keine Ahnung, wo du die ganze Munition dafür her hast, aber mach weiter so. Wow, fuck. Das tut ja schon beim Zugucken weh. Ich liebe es. Ah, so richtig schön den Schädel weg. Nach links hinten. Das macht Spaß. Okay. Macht keinen Scheiß mit uns. So, hätten wir zumindest mal die hier erstmal ausgeschalten. Weil das wahrscheinlich noch nicht alle waren. Würde ich jetzt einfach mal schätzen, es gibt immer mehr Banditen. Hast du das gesehen? Ich finde dieses... Hier bin ich! Oh, scheiße. Also, ich hab's gesehen, aber ob er's gesehen hat, das glaube ich nicht. Irgendwie. Das glaube ich nicht so ganz, dass er gerade gemerkt hat, was hier abgeht. Was zur Hölle. Glück gehabt, dass dieser Typ so ein Ultra-Blindfisch ist. Okay, Irish Pub sind wir gerade angelangt. Ich pack mal ganz kurz meine Schrotflinte wieder aus. Hier scheint es dann doch ein bisschen auf ja, nahe Entfernung zu gehen. Kann ich irgendwas davon mitnehmen? Oh, Zusätze. Ich weiß zwar nicht, was sie in dem Hotdog-Wagen machen, aber von mir aus. Was haben wir denn da? What? Was ist das denn? Guck mal, das ist ein Wägelchen. Was können wir denn damit anstellen? Achso, damit können wir wahrscheinlich ja durch die Tür durch, denke ich mal, dass wir es durchrammen und einfach dieses Glas kaputt machen. Aber warte, nicht so vorschnell. Vielleicht gibt es ja irgendein gutes Zeug, was ich zusammenbasteln kann. Weil ich mir auf den Arm klatschen kann oder so. Nein, nicht so wirklich, okay. Dann lass mal Scheiben kaputt machen. Warum eigentlich auch nicht? Wenn es überhaupt das ist, was ich damit anstellen muss. Das ist irgendwie nicht so von... Nein, okay, das ist, glaube ich, nicht das, was ich machen muss. Au. Okay, wir können natürlich auch einfach so durchgehen. Fuck, okay. Lauf, Ellie! Ja, damit, wir sind fast an der Brücke angelangt. Los, Sherlock! Sechs Türen, wohin wir gehen. Oh, Jesus! Oh Gott, steh auf Joel! Fuck! Gut, hier können sie wenigstens erstmal nicht durchfahren. Oh, Scheiße! Oh, verdammt! Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen! Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen! Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich gebe dir Deckung und dann rennst du. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, gegen den Humvee zu kämpfen. Um, keine Diskussion! Ellie! Autsch! Henry! Er wacht auf! Hey du, wir leben. Okay. Und? Was habe ich gesagt, hä? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry! Hey!
Er ist sauer, aber er wird uns nichts tun. Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werd ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären ertrunken. Es ist schon gut, ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Das werden wir noch sehen. Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Ja, genau. Wir sehen uns hier mal um und ich würde sagen, wir schauen uns beim nächsten Mal um. Ich weiß noch nicht so wirklich, was ich von den beiden Kollegen halten soll. Alles klar? Ja, suchen wir jetzt diesen Funkturm. Ich meine, okay, er hat uns vor dem Ertrinken gerettet, aber er hat uns auch mit verdammten Humvee mit 50-Kal-Geschütz irgendwo auf der Straße gelassen. Deswegen, ich weiß ja noch nicht, ob das sich jetzt gerade irgendwie ausbalanciert hat. Wir schauen einfach mal, wie es weitergeht. Vielleicht finden wir ja genug Zeug und dann gucken wir uns den Funkturm mal an. Bis dahin, haut rein,